Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Diesen Vers aus Markus 9 hat mir eine Mutter zugeschickt, deren Sohn als Konfirmand ihn sich als Konfirmationsspruch für die Konfirmation im September ausgesucht hat. Ich glaube, die beste Auslegung dieses Verses sind Kathedralen, wie diese hier, die Nürnberger Lorenzkirche, hier in meinem Rücken. Immer wenn ich in Nürnberg bin, wie jetzt bei der Landeskirchenratsklausur, freue ich mich an ihr und ja, staune über sie. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Für mich ist dieser Vers die einzig plausible Erklärung dafür, dass es Kirchen wie diese überhaupt gibt. Immer wieder ist es mir ein Rätsel, wie die Menschen vor 700 Jahren es geschafft haben, eine solche Kirche zu bauen, mit ihrer reinen Körperkraft. Die riesigen, schweren Steine mit den damaligen Mitteln hierher zu schaffen, sie auf zig Meter Höhe zu hieven. Jemand, der das überhaupt nur ins Auge fasst, wie kann der nicht von vornherein den Mut verlieren? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Diese Worte Jesu sind für mich die Erklärung dafür. Die Menschen haben und wollten diese Kirche bauen zur Ehre Gottes und sie haben die Kraft dafür bekommen. Viele haben daran mitgebaut, die genau wussten, dass sie die Vollendung dieser Kirche nie erleben werden. Und jetzt stehe ich hier, 700 Jahre später, und sie steht immer noch hinter mir, in aller ihrer Pracht. Das Unmögliche ist möglich geworden. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Geht gesegnet und behütet in diesen Tagen.